dieses rasend schnelle Armschmuckdesign benötigt ihr Spiraldraht 5,5 cm im Durchmesser, einen Seitenschneider, zwei Flachzangen, eine Rundzange, Metallperlen, Glasperlen, Schmuckringe, Fibo-Elemente, was immer euch gefällt. Testet an dem Spiraldraht, wie weit ihr ihn dehnen müsst, um ihn über eure Hand zu schieben. Die Drahtspitzen sollten sich im gedehntesten Zustand noch ca. 3 cm überlappen. Den Draht abschneiden und eure Perlen oder Anhänger auffädeln. Aber nicht zu viele, weil das Gewicht am Draht zu schwer wird und er so aufspringen könnte. Nun greift ihr nacheinander die Enden, ca. 1 cm von der Spitze entfernt, und biegt sie im rechten Winkel zur Seite in Richtung des Drahtes hin. Den abgewinkelten Teil mit der Rundzange greifen und nach oben weg um die Zange herum biegen. Den Draht einfädeln und die Öse zusammenbiegen. Die andere Seite genauso arbeiten. Tollen Armbänder fertiggestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Kuss und Gruß, eure Ann-Christine.